Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Engelmitte AK 2 Box von Sayed. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Engel mit der AK 2 von Sayed, das Ganze am 24. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Die Box, sie ist recht groß, in Schwarz und in Gold gehalten. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, einmal hier entlang. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier eine hochformatige Box in Schwarz und Gold. Wir haben einmal rundum diesen Rahmen, diesen Rand hier. Erinnert ein bisschen an die Optik von Versace. Dann haben wir hier oben zwei gekreuzte AKs mit einem Heiligenschein darüber und links und rechts jeweils einen Flügel. Also das Ganze spielt auf jeden Fall mit dieser ganzen Engel- und Heiligen-Thematik. Dann darunter Römisch 2. Dann lesen wir hier Sayed, Engel mit der AK, auch wieder Römisch 2 Limited Edition Box. Von unten sieht das Ganze so aus, glatt schwarz. Und wir sehen auch hier, ist das Ganze hier so eingefalten. Also wir haben es hier mit einer, es klappert schon, mit einer eher dünneren Box zu tun. Also rein so vom Material her, von der Verpackung ist das Ganze eher so eine, ja, etwas stärkere Pappe, aber auf jeden Fall dünner als die meisten Boxen. Sayed Engel mit der AK2 auch hier zu lesen. Oben dann wieder das Artwork. Dann hier wieder Sayed Engel mit der AK2 zu lesen. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also so Schwarz-Gold bzw. Oliv verwischt. Dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze in diesem Fall erschienen über Sayed Records. Er ist ja seit geraumer Zeit nicht mehr bei Alpha Music Empire und deswegen nun über sein neues Label. So, das Ganze geht dann hier oben auf. Jawohl. Und dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier einmal eine Tasche, ein Poster, ein Sticker, das Album an sich und der Inhalt, der so gescheppert hat, war diese Halskette. So, hier ist sonst nichts weiter drin. Die Box von innen weiß. Packen wir mal zur Seite. So, ich gehe mal davon aus, dass das eigentlich hier reingehört hätte. Spannenderweise ist dieses Plastik, diese kleine Folie hier zu und die Dogtag Halskette kommt hier einfach so. Ich hoffe natürlich, dass die bei euch innerhalb dieser Folie ankommt. So, das Album sowie auch die Tasche noch in Folie. Einmal packen wir auch nochmal zur Seite. So, also sie riecht auf jeden Fall schon mal ziemlich intensiv, die Tasche. Und dann kommen wir zum Album. So, machen wir die Tasche auch nochmal kurz zur Seite. Also, so sieht das Ganze aus. Engel mit der AK2 von Sayed. Das Ganze ist der zweite Teil seines damaligen Debütalbums. Der erste Teil, Engel mit der AK, erschien im Jahr 2016. Damals natürlich noch über Alpha Music Empire.
Und jetzt ist es an der Zeit für Teil 2. Das Artwork ist sehr, sehr orientiert an dem ersten Teil. Das war ja auch schon so in Schwarz-Gold und das Cover erinnert mich auch auf jeden Fall stark daran. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier auf der Seite der Balken wieder in diesem, ja, ich sage jetzt mal, dreckigen Gold. Also es ist nicht wirklich so ein glänzendes Gold, sondern es ist so ein bisschen ein mattes, verwaschenes oder verwischtes. Dann haben wir auf der Seite Sayed Engel mit der AK-2 stehen. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 15 Stück sind es geworden. Feature ist, ich glaube, eines, aber hier steht gar keins drauf. Okay, kommen wir dann noch im Booklet dazu. Dann haben wir die Beteiligten und spannenderweise keinen Barcode. Wieso das? Das Album so in dieser physischen Variante gibt es wirklich nur in der Box. Bedeutet, wenn ihr das Album so haben wollt, dann gibt es das nur in Kombination mit der Box und nicht so regulär. Also nur in der Box und ansonsten digital. So, als erstes holen wir mal das Booklet raus. So, was haben wir hier? Wir haben hier mal die ersten 8 Tracks. Hier sehe ich beim Text zumindest keinerlei Features vermerkt. Und natürlich haben wir dann auch hier die Produzenten. Dann hier sehe ich vor einem, was ist das? Sieht so aus wie ein, ja, ich glaube Casino lese ich hier. Und das dürfte ein Jaguar sein. Dann ein weiteres Schwarz-Weiß-Foto. Und weitere Tracks. Hier haben wir dann doch das Feature. Track 14 OMG mit Roller. Habe ich das übersehen vorhin? Nein, dachte ich mir. Also OMG hier ohne Feature angeführt. Dann haben wir hier eine umfangreiche Danksagung. Könnt ihr euch natürlich kurz anhalten, das Video und durchlesen. Und dann haben wir hier die Credits zum Album. Jawohl. Gut. Dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur Album-CD. Die sieht so aus, in Gold und Schwarz. Auch hier wieder mit diesem Zierrahmen. Und dann lesen wir hier den Album-Interpreten plus natürlich den Album-Titel. So sieht die CD aus. Und dahinter wieder dieses verdreckte, dieses verwischte Gold. So, als zweiten Boxinhalt haben wir hier einen Sticker, der ist quadratisch, beinhaltet hier das Artwork samt Zierrahmen. Ein Sticker ist es geworden. Ein Poster ist mit dabei. Und auch hier das Ganze wieder in Schwarz-Gold, ist vom Design her, wenn wir es uns nochmal kurz anschauen, 1:1, wie die Box. Jawohl, also. Das Boxdesign hier nochmals als Poster. Das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt. Dann haben wir eine Halskette. Wie gesagt, die sollte eigentlich hier in dieser kleinen Folie, in dieser kleinen Hülle kommen. Aber bei mir hat sich die schon am Weg hierher befreit. Wir haben hier so eine klassische Halskette mit diesen Kügelchen hier mit diesen Kugelgliedern. Oben natürlich, wo haben wir es? Hier entsprechend der Verschluss. Hier kann man das Ganze dann in der Länge entsprechend einstellen. Und dann haben wir hier eine klassische Dogtag, Hochglanzoptik. Und auf dieser haben wir dann den Engel mit der AK. Auf der Rückseite das Ganze glänzend. Hier haben wir keinen Aufdruck oder irgendwas. Und der Engel ist hier wirklich geprägt. Also der ist hier wirklich, wenn man das sieht, erhaben, der kommt hier wirklich aus der Fläche raus. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diesen hier. Eine Bauchtasche, passend zum Album-Artwork, auch hier wieder in Schwarz und Gold. Dann hier der Engel, der mir etwas nach Jesus aussieht, so mit Bart und Heiligenschein. Wir haben hier oben einmal einen Reißverschluss, der hier mit so einem Anhänger daherkommt. Also das dürfte wohl alles Kunstleder sein. Machen wir mal auf. So, wir haben hier die erste Tasche, also die große Tasche.
beziehungsweise es ist sogar die einzige Tasche. Und in dieser haben wir dann hier noch ein, zwei, ich frage, ob man es sehen kann, ja, ein, zwei so kleine Fächer für kleine Sachen, beziehungsweise für Karten, je nachdem, kann man hier dann noch reinpacken. So, wir haben hier auch noch einen Zettel, ist die Frage. Oh, der ist gleich rausgerissen, okay. 100% Polyester, manufactured by Nakas, made in Turkey. Alles klar, Grüße gehen raus. Dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Es riecht auf jeden Fall sehr intensiv und es dürfte auch irgendwie etwas eingeölt oder eingefettet worden sein, weil ich merke jetzt hier, wie langsam meine Hand glänzt und auch wie sich das hier anfühlt. Also wenn ihr die Tasche habt, die ist etwas, ja, eingefettet, eingeschmiert. Auf der Innenseite sieht das Ganze dann so aus. Hashtag La Familia. Hier sehen wir dann noch diverse Nähte. Dann haben wir sowohl links als auch rechts die Gurte hier so verarbeitet, mit so Nieten hier befestigt. Und das Ganze ist dann wie ein Gürtel gehalten. Also wir haben dann hier so diverse Löcher in ziemlich großzügigen, ziemlich großen und weiten Abständen. Und dann hier, wie bei einem Gürtel entsprechend, hier diesen Metalldorn. Und dann kann man das hier entsprechend einfädeln. Und dann, je nachdem, wie man es braucht, auf die jeweilige Größe anpassen. Hier haben wir sogar dann noch so eine kleine Halterung, dass man das hier durchfädeln kann. Also wirklich sehr, sehr ähnlich wie bei einem Gürtel gehalten, das Ganze. Jawohl, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bauchtasche. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir den Sticker quadratisch. Die Halskette hier mit der entsprechenden Dogtag. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Engel mit der AK-2 von Said. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sayed unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.